Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer digitalen Gesprächsreihe Einmal Ausnahmezustand und zurück? Fragezeichen. Hier beschäftigen wir uns mit dem Einfluss der Corona-Krise auf unsere Zukunftserwartungen, auf unsere Zukunftshoffnung und vielleicht auch Zukunftsängste. Es geht also weniger um die unmittelbare Krisenbewältigung, Krisenbekämpfung, als um den Blick auf die Zeit danach. Mein heutiger Gast ist Jutta Allendinger, eine der bekanntesten deutschen Soziologinnen. Sie ist Professorin an der Humboldt-Universität Berlin, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB, und aus Sicht der Wissenschaftskommunikation besonders erfreulich, weil wir sind ja hier als Futurum auch ein Ort der Wissenschaftskommunikation, also besonders erfreulich ist die Tatsache, dass Ihre Arbeit weit über die Kreise der Scientific Community ausstrahlen. Sie ist bekannt einem breiten Publikum durch die große Vermächtnisstudie, die sie gemeinsam mit der Zeit auf den Weg gebracht und betreut hat. Gerade eben ist auch wieder ein neues, großes Buch von ihr erschienen, die Vertrauensfrage für eine Politik des neuen Zusammenhalts. Ganz herzlich willkommen, Jutta Allendinger. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Danke für die Einladung ins Futurium. Ja, wenn sie auch nur in Anführungsstrichen digital ist. In unserem Gespräch heute soll es... Einladung. Ja, eben, immerhin noch eine Einladung, genau. Also wir wollen heute ja mit der Frage beschäftigen, ob uns die Corona-Krise zum Durchbruch verhelfen kann, zu mehr Gerechtigkeit. Bevor wir das adressieren, aber möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die ich eigentlich allen stelle, mit denen ich spreche. Sie sind ja eine Wissenschaftlerin, die gerne auch mal den Blick in die Zukunft wagt, die nicht nur zurückschaut, sondern auch voraus. Hatten Sie eigentlich ein solches Szenario wie diese gegenwärtige Pandemie, die innerhalb weniger Wochen doch sehr vieles auf den Kopf gestellt hat? Hatten Sie das auf dem Schirm? War das irgendwo in Ihrem Erwartungshorizont mit drin? Nicht wirklich. Also ich habe 2012 dieses Gutachten gelesen, wo ja im Prinzip auch schon der Virus den Besitz ergriff über die Welt. Aber es war doch irgendwo so eine Apokalypse now. Also man hat es nicht sehr nah. Ich habe es nicht sehr nah an mich ranbringen lassen. Andere Mediziner in meinem Umfeld eher. Aber es ist untergegangen und wir haben das leider nicht genutzt, um uns vorzubereiten. Ist das normal menschlich oder hätte man das besser machen müssen im Rückblick? Nun, da maße ich mir überhaupt nicht an, was zu sagen dazu, weil ich bin keine Risikoforscherin. Ich kann das nicht bestimmen, wie hoch dieses Risiko gewesen wäre. Ich würde umgekehrt argumentieren. Alleine dadurch, dass man das mal durchgerechnet hat und die ganzen unterschiedlichen Stränge dessen dargestellt hat, was durch so ein Virus ausgelöst werden kann und welche unterschiedlichen menschlichen, gesellschaftlichen Sphären dieses Virus erreicht, deutet doch darauf hin, dass man es in diesen Kreisen als nicht ganz unwahrscheinlich betrachtet hat. Sonst würde man ja nicht so ein Schriftstück aufsetzen. Richtig, ja, also ganz unvorbereitet war man nicht, aber wenn man sich's anschaut, klar, wir haben das ja intern dann auch gemacht, Pandemieplan und Ähnliches uns angeschaut, aktualisiert, auf den Weg gebracht, aber man muss schon ehrlich sagen, es war nichts, mit dem man realistisch gerechnet hat, aber es hat eben wahnsinnig viel auf den Kopf gestellt, unter anderem eben auch die Frage, was es eigentlich für große Gerechtigkeitslücken oder Gerechtigkeitsprobleme in unserer Gesellschaft gibt, also hat den Blick geöffnet für Ungerechtigkeiten zunächst. Wir stellen fest, dass viele Menschen in den Berufen, die ja für die Krisenbewältigung ganz wichtig sind, dass die ganz offenkundig zu gering bezahlt sind, dass sie auch nicht zu denen gehören, die besonders anerkannt sind. Wie konnte das passieren, dass es ein solches Missverhältnis gibt? Wie sind wir überhaupt in so eine Lage gekommen? Also ich würde Ihnen da widersprechen. Also man hat ja sehr vieles nicht vorhergesehen. Und wie wenig wir damit gerechnet haben, zeigt ja schon, dass wir eine relativ lange Zeit gebraucht haben, um das zu realisieren und uns darauf einzustellen. Ich weiß, dass das Skifahren war ausgerechnet auch noch in einem Risikogebiet und weder ich noch die Menschen um mich herum fühlten irgendwie ein Risiko. Das dauerte dann, bis man plötzlich abrupt in der Quarantäne gelandet ist. Und das zeigt ja schon, man war nicht eingestellt. Was wir aber seit langem wissen,
ist das diese Pflegeberufe, das ganz viele unterschiedliche Berufe mit enorm hoher Verantwortung ganz miserabel bezahlt werden. Und wir wissen auch schon seit langer Zeit, dass das genau die Frauenberufe sind. Und da hätte man handeln können. In der Pflege hat man ja versucht, teilweise höhere Tarifvereinbarungen zu schließen. Das hat nicht ausgereicht. Insofern hat man zu wenig getan. Aber die Problematik als solche, finde ich, die liegt seit langem auf dem Tisch. Sie sagen, man hat nicht gehandelt. Also ist das ein gesamtgesellschaftliches Versagen oder ist das ein Problem der Politik, dass die das nicht in ihrer Deutlichkeit oder in der Deutlichkeit erkannt hat? Ich muss jetzt mal selbstkritisch auch sagen, diese Berufe habe ich sicher auch immer als wichtig erachtet, aber dieses Thema hat mich jetzt auch nicht täglich bewegt, dass es da diese Gerechtigkeitsprobleme gibt und Ähnliches. Also insofern würde ich mich da auch persönlich mit einbeziehen, sagen, es war doch irgendwo nicht so richtig auf dem Schirm. Naja gut, ich meine, vielleicht reden Sie da auch mit der falschen Person. Ich habe lange das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur geleitet. Also ich glaube, wenn ich das nicht wüsste, wie Jahrzehnte das schon durch die politische Diskussion wabert und wie Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei jeder Tarifrunde sich reiben. Wenn ich nicht wüsste, wie ich früher, ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt, aber ich weiß, dass in einer meiner ersten Vorlesungen ich immer das Bild gebracht habe, das war 1992, das Bild vom Zoowächter, der eine wesentlich höhere Verantwortung zugeschrieben bekommt und deshalb ein wesentlich höheres Einkommen hat als die Kindererzieherin in der Kita. Ja, das war dann sozusagen die Gerechtigkeit vergleichbarer Verantwortungen, die aber unterschiedlich gewichtet werden. Ich tue mir immer schwer mit Schuldzuweisungen. Natürlich hat es an der Interessensvertretung gemangelt. Da kann man natürlich den Finger erheben und auf viele Gruppen zeigen. Es hat gemangelt an gesellschaftlicher Durchschlagkraft, insbesondere von den Gewerkschaftenseiten her. Das sind ja oft auch Berufe, die ganz wenig gewerkschaftlich gebunden sind. Das spielt alles zusammen und vielleicht ist das jetzt doch, und da wäre ich dann bei Ihrer Eingangsfrage, ein guter Moment, sich klarzumachen, ja, wir müssen was tun, weil wenn diese Berufe in Streik gegangen wären, dann würden wir ganz schön blöde dastehen. Wir müssen was tun, das scheint klar, aber wird auch was geschehen? Also wir müssen da jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber wie sind wirklich die Chancen, dass Corona hier ein Wendepunkt zum Besseren, zu mehr Anerkennung, zu mehr Lohngerechtigkeit wird? Was müsste aus Ihrer Sicht da ganz konkret geschehen, dass man aus dieser Erkenntnis, die wir jetzt alle gemeinsam verstärkt haben, die wir schon früher hätten haben müssen, aber jetzt ist sie ja nochmal verschärfter, dass wir aus dieser Erkenntnis dann wirklich ins Handeln kommen? Nun, wir müssen abgehen von dem, was wir in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern immer noch praktizieren. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir haben das noch nicht erreicht. Wir wissen, dass wenn Männer Arbeit machen und Frauen Arbeit machen, selbst in dem gleichen Beruf, im gleichen Tätigkeitsfeld, noch eine Diskrepanz ist. Aber wir müssen von diesem gleichen Lohn für gleiche Arbeit übergehen zu gleichem Lohn zu vergleichbarer Arbeit. Und das bringt uns natürlich die Herausforderung, dass wir überhaupt mal Vergleichbarkeit definieren müssen. Also ich habe ja eben gerade diesen Affenwärter da genannt. Ist das jetzt vergleichbar? Welche Komponenten eines Jobs sind vergleichbar? Das sind wir schon weit, aber wir müssen hier in eine Neubewertung eingehen, die natürlich auch damit zusammenhängt, wie belastend diese Tätigkeiten sind, wie körperlich belastend, wie psychisch belastend sie sind und natürlich auch, wie die Arbeitszeiten sind, die ja gerade bei solchen Berufen eigentlich rund um die Uhr sich erstrecken. Nun ist ja mit diesen Berufen oder mit Blick auf diese Gruppen auch nochmal ein Wort aufgekommen, das wir eigentlich aus der Finanzkrise kennen, dieses Wort der Systemrelevanz. 2008 hat man das ja eher verwendet für die Banken, die unbedingt gerettet werden müssen, weil sonst das Wirtschaftsfinanzsystem zusammenbricht. Jetzt reden wir über Berufe und auch Personen und Menschen, die wichtig sind, um die Krise auch zu bekämpfen, überhaupt in den Griff zu bekommen. Mal umgedreht gefragt, ist nicht allerdings auch dieser Begriff schon wieder problematisch, weil er ja ein Stück weit auch wieder viele andere Menschen ausschließt als nicht systemrelevant und dann vielleicht schon wieder
das Kind mit dem Bade ausschüttet und vielleicht dann sozusagen Spaltungen oder Gräben an anderer Stelle schafft. Wie sehen Sie das? Ich weiß gar nicht, ob es Gräben geschaffen hat. Ich benutze diesen Begriff nicht. Ich sage krisenrelevant. Das ist in der Operationalisierung das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn es diese Berufe nicht gäbe, dann hätten wir keine Krankenschwestern, wir hätten keine Ärzte, wir hätten nicht das ganze Personal, welches die Reinigungen vollführt, wir hätten sozusagen keine Transportdienste und so etwas. Also das normale gesellschaftliche Leben jenseits des wirtschaftlich orientierten Lebens würde überhaupt nicht mehr funktionieren. Insofern sind diese Berufe absolut wichtig in diesen Krisenzeiten. Was nicht heißt, dass unsere Gesellschaft nur auf diesen Berufen liegen kann. Da gehören wesentlich mehr dazu. Sie arbeiten, ich arbeite und das ist jetzt nicht vielleicht so wichtig wie die Arbeit der anderen, aber es trägt schon ein bisschen auch zu dem allgemeinen Wohlergehen bei. Das würde ich jetzt mal etwas arrogant vielleicht formulieren. Das heißt, Sie würden den Begriff Systemrelevanz dann... Nein, Sie haben ja gefragt, inwieweit ich hier schon Spaltungen sehe. Und ich sehe diese Spaltungen nicht. Ich sehe nicht, dass Leute, die jetzt arbeitslos geworden sind, Leute, die in Kurzarbeit sind, sich beklagen, dass andere Jobs haben. Ich glaube, die sehen sehr gut, dass es mindestens drei unterschiedliche Güter gibt, die ich mal mit den drei S bezeichnen möchte. Das ist erstmal so eine finanzielle Sicherheit. Man hat ein Einkommen oder man hat Transfereinkommen, das sind die Finanzen. Man hat einen gesundheitlichen Schutz, das wäre das Schutz als zweites S. Und dann ist das dieses ganze Gebiet von Schulen, wo ich auch Kinderhorte drunter setzen würde. Das wären die drei S. Und was sehr interessant ist, ist, wie diese drei S über unterschiedliche Personengruppen verteilt sind. Diejenigen, die eine finanzielle Sicherheit haben, die in diesen, Zitat, systemrelevanten Berufen sind, haben ja oft nicht das zweite S, nämlich den Schutz, weil es zu wenig Hygienemasken gibt, weil es zu wenig Schutzkleidung gibt. Das heißt, sie haben Geld, aber keinen gesundheitlichen Schutz. Viele sind arbeitslos, ziehen sich zurück nach Hause und haben von daher ein geringeres Ansteckungsrisiko, aber sie haben kein Geld. Und diese Schulproblematik, die natürlich insbesondere Eltern massiv umtreibt dieser Tage, das legt sich in einer gewissen Weise über alle. Manche haben es durch die Notbetreuung, manche haben es nicht, aber das wird nicht so viel, ich wahrnehme und soweit meine Daten das sagen, gegeneinander aufgerechnet. Sind Sie zuversichtlich, dass das so bleibt? Momentan haben wir ja, Stichwort auch Vertrauen, eigentlich ein relativ homogenes Bild. Menschen vertrauen offenkundig der Politik in starkem Maße, dass sie diese Krise bewältigt. Sie sind auch wohl weitgehend bereit, anderen zu vertrauen, dass sie sich in der Krise verantwortungsvoll benehmen. Ist das aber von Dauer oder gibt es da schon erste Risse, dass man sagen kann, naja, das derzeitige Gleichgewicht ist vielleicht dann ein fragiles, dass dann, wenn die Probleme vielleicht noch deutlicher werden, wenn wir auch länger dann die Situation haben, dass viele Menschen nicht zurück können in ihre Jobs und die Sicherheitsnetze dann vielleicht dann doch irgendwann mal zu Ende sind, ist dann nicht doch die Gefahr wieder, dass es zu solchen Spaltung aus oder Auseinandersetzung dann wieder kommen kann? Ich würde das teilen. Ich bezeichne es ein bisschen anders. Wenn man so diesen Eintritt gesehen hat in diesen Lockdown, hatten wir ja sehr, sehr viele Personengruppen, die einen riesigen Vertrauensvorschuss gegeben haben, den jeweiligen anderen. Also wenn ich mir die jungen Leute anschaue, die haben auf ihre Clubs, auf ihre Events verzichtet, sie haben auf ihre Freunde verzichtet, sie haben auf die Uni oder auf die Ausbildung verzichtet zugunsten der Älteren. Und das ist ein Vertrauensvorschuss, der irgendwo eingelöst werden muss durch etwas, was die Älteren dann auch den Jungen zurückgeben. Wir haben, ich sagte es eben schon, in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern zunächst mal Infektionsherde gehabt bei bessergestellten Personen. Wir haben das alle aus dem Skigebiet mitgebracht und das, was ich in den 2 Wochen Skiurlaub ausgegeben habe an Geld, ist ein Jahreseinkommen wahrscheinlich oder ein Halbjahreseinkommen von einer
Person in der geringfügigen Beschäftigung. Von daher hat man auch hier einen Vertrauensvorschuss gehabt von jenen, die einfach kein Geld haben und sich aber dennoch zurückgehalten haben, zu mir, die ich ein gutes Einkommen habe. Wir haben einen Vertrauensvorschuss in einer gewissen Weise gehabt von Personen mit Kindern, für die es verdammt schwer ist, diese zwei Kinder zu Hause oder dieses Kind zu Hause behalten, ohne dass sie in die Schule gehen, ohne dass sie in die Musikschule gehen, ohne dass sie in den Sportverein gehen, ohne dass sie ihre Freunde haben. Gegenüber Personen wie mich beispielsweise, deren erwachsener Sohn eben nicht mehr zu Hause wohnt. Und wenn er da wäre, wäre er nicht betreuungsintensiv. Also wir haben hier eine gesellschaftliche Umverteilung von Vertrauen, die ja irgendwo mit einer Erwartung verbunden ist, so wie ich dir, so du mir quasi. Und da befürchte ich, dass in diesem in der Tat sehr schwierigen, langsamen Wiederhochfahren das nicht richtig beachtet wird. Dass wir da sehr schnell Fehler machen. Jetzt nehmen wir nur mal diese leidliche 800 Quadratmeter Diskussion mit den Geschäften, die dann geöffnet werden dürfen. Das war viel schlechter kommuniziert, als beispielsweise es kommuniziert war, warum wir in diesen Lockdown müssen oder warum wir Ausgangsbeschränkungen haben. Da war nicht vorne gestanden, Achtung, wir müssen vermeiden, dass es zu viel Traffic gibt in den Innenstädten, dass zu viele Leute in den Einkaufszonen bummeln, sondern die 800 Quadratmeter standen oben und vielen machte das überhaupt keinen Sinn. Warum denn eigentlich das? Und das knackt natürlich an solchen gesellschaftlichen Vertrauensfragen immens. Und wir sehen das langsam auch, dieses Bröckeln dahin, dass die Zustimmung ein bisschen sozusagen prekärer wird, dass Oppositionsparteien, die jetzt da massiv nach vorne stürmen und sagen, jetzt mach doch alles auf, lautstärker werden. Nicht umsonst hat die Bundeskanzlerin gestern schon wieder so ein Anzeichen von Stopp formuliert. Ja, das wird ja für die Menschen dann auch nicht so ganz einfach, sozusagen von so einem Wechselbad der Gefühle zu kommen. Ne? Wie man überlegt, vor 2 Monaten waren wir alle noch weitgehend im Normalmodus unterwegs, haben so ein bisschen aus Italien gehört, dass es da Schwierigkeiten gibt, aber viele haben das noch nicht für Deutschland übertragen oder auf Deutschland übertragen, dass das hier auch ein Problem wird. Jetzt sind wir seit einigen Wochen in diesem Lockdown, dann geht es jetzt wieder schrittweise raus, aber es kommen jetzt auch schon wieder die Warnungen, dass es eventuell wieder zurückgehen könnte, wenn die Ansteckungszahlen dann doch wieder steigen. Was macht das mit den Menschen? Wie lange sind die eigentlich resistent oder resilient einem solchen Wechselbad der Gefühle? Ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo es die Menschen einfach nicht mehr aushalten können, weil ihnen das dann einfach ihr Leben komplett zerschießt? Ich weiß nicht, ob ich von einem Wechselbad der Gefühle sprechen würde. Mhm. Ich würde davon sprechen, dass man klar kommunizieren muss, aufgrund von welchen Überlegungen man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass welche Personen in welchen Tätigkeiten, dass welche Kinder in welchen Altersstufen entweder zur Arbeit oder in die Schule oder in den Kindergarten dürfen oder nicht dürfen. Und das muss kein Hühot sein, wenn das durchgeplant ist mit allen unterschiedlichen Facetten, die man dann auflegen muss, soweit man das kann. Man kann das nicht hundertprozentig, aber man kann es annäherungsweise. Und solange Hygienevorschriften und so weiter implementiert sind und auch internalisiert sind, gibt es ja nicht dieses Hü und Hott. Im Moment haben wir noch kein Hü und Hott. Nur man, und das war, glaube ich, der Hintergrund dieses Appells gestern von der Bundeskanzlerin, wenn man sieht, dass plötzlich alles vergessen wurde von dem, was man jetzt dachte, das hat man den Leuten wie so ein pavlovschen Aspo da antrainiert, ja, und dann klingelt es und dann bekommt man natürlich Panik, weil der Pfad ist ein schmaler und was jetzt gefordert ist, ist ja tatsächlich eine Eigenverantwortung, die man individuell und dann in dem Aggregat des Individuellen gesellschaftlich zu zeigen hat. Und das ist schwierig. Das führt ja zu einem Thema, das Sie auch in Ihrem Buch die Vertrauensfrage adressieren, das Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle. Wir hatten, das war jedenfalls mein Eindruck, in Deutschland ja so einen gemischten Kurs, der einerseits darauf setzt, dass es natürlich Anordnungen gibt in bestimmten Bereichen, wie man sich zu verhalten hat, aber in vielen Fällen dann auch schon auf das Vertrauen der Menschen zählt. Wir haben ja auch anders als andere Staaten nicht eine offizielle Ausgangssperre
hier verhängt, sondern es war ja dieses Kontaktverbot oder die Kontaktreduktion dann auf nur noch 1 bis 2 Menschen. Ist das ein Weg, der wirklich auf Dauer gegangen werden kann oder braucht es mehr Kontrolle? Weil Sie haben ja selber gesagt, jetzt haben es viele wieder vergessen. Und jetzt schlägt das Pendel in die andere Richtung hin. Brauchen wir am Ende doch mehr Kontrolle und können wir nicht so stark vertrauen und auf das Selbstverständnis oder Eigenverständnis der Menschen setzen? Naja, es heißt ja immer so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was wir in unseren Untersuchungen gezeigt haben, auch in dem letzten Buch, ist, dass diese zwei sich natürlich bedingen. Wenn sie morgens aufstehen, dann vertrauen sie, was weiß ich was. Sie vertrauen, dass das Bett hält. Sie vertrauen, dass ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt. Sie vertrauen darauf, dass die Verkehrsregeln draußen beachtet werden. Sie vertrauen darauf, dass der Arzt irgendwie ihr Handwerk kann. Also das ist eine ganze Menge von Alltagsvertrauen, das sie allen bringen. Gleichermaßen sind natürlich auch Kontrollen da. Sie schauen, wie stark dieser Arzt oder diese Ärztin bewertet worden ist. Sie schauen auf die Normen des Bettes. Sie schauen darauf, dass die Wohnungen abgenommen wurden, bautechnisch und so weiter und so fort. Also diese Interdependenz von Vertrauen und Kontrolle ist immer da und in Ihrer Terminologie wäre das dann immer dieses Hin und Her. Das wird sich einpendeln, da bin ich mir sicher. Ich meine, die Menschen, die waren jetzt 4 Wochen zu Hause und jetzt muss dieses nach draußen gehen auch geübt werden. Das sage ich auch von mir selbst. Ich traf vorhin jemanden auf der Straße, den ich seit 2 Monaten nicht mehr sah und sofort war die Hand draußen, weil ich natürlich im Homeoffice nicht oft in der Situation bin, mir aktiv zu sagen, du darfst niemandem die Hand schütteln. Also insofern ist das auch wieder, oder es ist erstmals etwas, was ich jetzt auch im Außenkontakt tatsächlich mir anzutrainieren habe. Und ich finde, dass wir das eigentlich recht gut machen. Wo es dann spannend wird, wo ich aber froh bin, dass eine gesellschaftliche Diskussion kommt, ist, wenn wir dann tatsächlich nicht nur dieses Testing, Testing, Testing machen, sondern auch dieses Tracking, Tracking, Tracking. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension von Kontrolle, die ja eigentlich auf das Selbstvertrauen, auf das Eigenvertrauen zumindest etwas verzichten kann. Wie stehen Sie denn zu diesen Tracking-Ansätzen? Die haben ja nun doch das Potenzial, da hat ja Harari auch in mehreren Artikeln drauf verwiesen, die haben ja schon das Potenzial, total in eine Überwachungslogik umzuschlagen. Er hat auch Alternativen vorgeschlagen, gesagt, man könnte da auch wieder auf die Selbstverantwortung der Menschen setzen und die Bereitschaft, vielleicht Dinge von selbst zu teilen. Wie stehen Sie zu dieser Technologie, die ja so ein Stück weit, man weiß es nicht, aber sie steht ja anscheinend vor der Tür und könnte in den nächsten Wochen oder Monaten tatsächlich dann auch in breiterem Maße eingesetzt werden? Ja, also für mich steht diese Frage und fällt diese Frage mit den ganzen datenschutzrechtlichen Problemen, die, so ich höre, alles andere als gelöst sind. Mhm. Und sie steht damit, ob sie Freiwilligkeit beruht oder nicht auf Freiwilligkeit beruht. Inwieweit das Freiwillige dann tatsächlich freiwillig ist oder inwieweit es dann sozusagen so einen Herdenzwang gibt, dass jeder das benutzt, sei dahingestellt. Ich muss auch versichert sein, dass diese Datensicherheit auf alle Fälle gegeben ist und dass das auch wieder revidierbar ist. Ich möchte hier nicht Ja sagen in der parlamentarischen, und da brauchen wir wirklich das Parlament wieder einbezogen bei so einer schwerwiegenden Intervention in das gesamt- und zwischenmenschliche Leben, was man nicht zurückrufen kann. Also das kann nur auf Zeit gehen, sonst hat man hier schwuppdiwupp was implementiert, wo es kein Entkommen mehr gibt. Ich möchte noch mal auf einen Punkt. Ansonsten ist natürlich von der Grundidee, ich meine, die große Werbung, man erkauft sich durch Kontrolle Freiheit. Ja? Das hört sich ja absolut verlockend an. Wenn du dieses Ding hast, ja, dann kannst du wieder was machen, ja? Dann kannst du dich mit Freunden treffen, kannst und so weiter und so fort. Das ist schon, also in der modernen Gesellschaft, die ja auch eine technikaffine Gesellschaft ist, ein großer Reiz. Insofern freue ich mich auf die Diskussion. Es ist eine wichtige Diskussion, die wir haben werden und die wir ja oft auch in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen nach hinten gedrückt haben, wie viel wir da an uns rankommen müssen. Ich wollte nochmal auf etwas zurückkommen, was Sie vorhin angesprochen haben, die Frage des Vertrauensvorschusses. Sie sprachen an, die Jüngeren
haben durch ihre Rücksichtnahme auf die Älteren und auf die Risikogruppen ein Stück weit Vertrauen vorgeschossen. Und es sei der Moment später dann, dass auch wiederum die Älteren dieses Vertrauen an die Jüngeren zurückgeben. Was meinen Sie damit konkret? Wie könnten das in einer Nach-Corona-Zukunft Ältere tatsächlich wieder an die Jüngeren zurückgeben? Naja, da sind wir ja bei der großen Frage der Generationengerechtigkeit, da sind wir bei der Ausgestaltung unseres Sozialsystems, Stichwort Rente, aber nicht nur das, also Stichwort, wie sichere ich Selbstständigkeit ab, ein riesiges Desaster im Moment, das ist der eine große Bereich. Und der andere ist nur abgeleitet materieller, das ist der Umgang mit der Natur, selbstverständlich. Also wie können sich die jungen Leute durchsetzen, wie werden sie von den Älteren gehört, wenn es darum geht, mehr Acht auf unseren Planeten zu nehmen. Das sehe ich als die zwei großen Stränge. Wenn es um die Frage eben auch der Gerechtigkeit im Finanziellen, auch der Absicherung geht, dann kommt einem ja etwas in den Sinn, was jetzt auch häufiger diskutiert wird. Gerade wenn Sie sprachen die Selbstständigen an, die auch ohne Sicherheitsnetz unterwegs sind, das Thema Grundeinkommen. Spanien überlegt ja, das jetzt tatsächlich auch einzuführen. Es sind, glaube ich, erste Überlegungen noch nicht so weit ausgereift. Aber ist das nicht ein kluger Weg zu sagen, jawohl, an der Stelle ziehen wir das Sicherheitsnetz ein und helfen allen, die ja auch unverschuldet in Not gekommen sind, jetzt, aber auch in Zukunft solche Notlagen dann auch besser zu überstehen? Ja, aber wir tun das ja. Also wie lange das anhält, dass wir helfen, steht ja außer Frage. Ich bin neulich meinem Friseur über die Straße gelaufen, über den Weg gelaufen und der hat die 15.000 Euro beantragt in Berlin und über Nacht diese 15.000 Euro bekommen. Er hat die Miete storniert bekommen bis zum Jahr 2022, Ende 2022. Also da sind Sicherheitsnetze eingebaut, die, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo man eine Höhe von 1.000 Euro definiert pro Monat, nicht abgedeckt worden wären. Also das ist jetzt ein weites Feld. Und ich würde ein bisschen, glaube ich, davor warnen, die jetzigen Sicherheiten, die man den Menschen gibt und das höhere Vertrauen, da sind wir wieder bei dem Wort Vertrauen, was man den Menschen gegenüberbringt in dem Ziehen dieser Möglichkeiten, also geringere Vermögensprüfung, Entbürokratisierung, wenn man das so ausdrücken möchte, dass man in Kauf nimmt, dass es natürlich auch viele Trittbrettfahrer gibt, aber man das dann nachher mal zusammenfasst und sich überlegt, brauche ich eigentlich dieses Misstrauen des Sozialstaats gegenüber potenziellen Empfängern bei Hartz IV, bei Zwangsräumungen, bei und so weiter und so fort. Wäre mir so eine Politik des Vertrauens zunächst mal der sicherere Weg, bevor wir einen vollkommenen Systembruch diskutieren, der über das bedingungslose Grundeinkommen reingelegt wird, wo wir uns ja erstmal fragen müssen, was ist eigentlich mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen abgedeckt? Ist da die Miete drin oder kommt die über das Wohngeld dann zusätzlich? Wie sieht es mit weiteren Bedarfen des Haushaltes aus und so etwas? Das ist ja ein riesiges Feld, wenn Sie von so einem Versicherungsprinzip, einem Grundversorgungsprinzip zu einem bedingungslosen Grundeinkommen gehen. Also ich wäre da viel eher bei einer Art von Bürgergeld und bei einer entweder dann damit einhergehenden Steuerreform so, dass Leute wie ich, die das ja dann auch bekämen, bedingungslos das Ganze wegbesteuert bekämen. Also wenn ich mir diese Diskussion vorstelle, auf der Grundlage der Diskussion, die wir jetzt haben, wieder hier zum Normalen zu kommen, ist mir, glaube ich, dieses unbürokratisch Schnelle mit dem Versprechen, das dann zu kontrollieren und sich zu hinterfragen, ob diese größere Offenheit und das größere Vertrauen nicht tatsächlich auch vielleicht gerechtfertigt war, ob man das beibehalten kann, der liebere Weg. Das heißt, Sie würden das, was momentan ja eher ad hoc funktioniert, das sind ja wirklich Krisenreaktionsmaßnahmen, das würden Sie lieber verstetigen, als jetzt so einen kompletten Systemwechsel zu vollziehen?
Ja, zumindest würde ich den Systemwechsel nicht jetzt vornehmen. Ich würde Ihnen, und da wäre ich, glaube ich, eher bei Ihnen, ich würde mir überlegen, ob das jetzt heute etwas gebracht hätte. Und dann würde ich, wenn wir aus dieser Krise erst mal einigermaßen rausgegangen sind und rausgekommen sind, das ordentlich und breit diskutieren. Und diese breite Diskussion, so wie sie beispielsweise in anderen Ländern stattgefunden hat, die finde ich super, die finde ich notwendig. Wir haben in der Tat eine Hausaufgabe zu machen, was die Krisenfestigkeit unseres Sozialsystems betrifft, angesichts dessen, dass wir immer mehr Berufe haben, die eigentlich nicht das ausreichende Einkommen für ein Leben ohne Abhängigkeiten garantieren. Das steht allemal an. Aber in dieser Krisensituation ist mir eigentlich dieses schon aus früheren Krisen erprobte Kurzarbeitergeld und diese Überbrückungen sind mir lieber. Und jetzt müssen wir daraus lernen, was die beispielsweise Rentenversicherung und die normale Absicherung von Selbstständigen betrifft. Das ist ganz wichtig. Aber wenn Ihre Frage so zu verstehen war, soll man es machen wie in Spanien, dass man da zeitgleich läuft, dafür würde ich persönlich warnen. Dann haben wir können wir immer nur die Themen ein bisschen anreißen in dem Gespräch. Wir haben ein bisschen über Lohngerechtigkeit gesprochen, wir haben über Anerkennungsfragen gesprochen, wir haben jetzt das Thema Grundeinkommen gestreift. Es gibt ja auch noch dieses ganze Thema Geschlechtergerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, gerade wenn wir jetzt uns nochmal diese Situation anschauen mit diesen sogenannten systemrelevanten oder wie Sie sagen krisenrelevanten Berufen. Dort, die werden ja zu einem großen Teil von Frauen ausgeübt, die dann wiederum auch nochmal zusätzlich weniger verdienen. Glauben Sie, dass diese Corona-Krise auch eine Chance bietet oder so eine Zündung bietet, um auch dieses Thema stärker in den Blick zu nehmen? Ist da eine Chance damit verbunden, dass wir dieses sogenannte Gender Gap oder Gender Pay Gap auch gerade künftig besser in den Griff bekommen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. In den Empfehlungen, die uns bislang vorliegen, wurde dieses Thema nicht aufgegriffen oder es wurde im besten Falle gestreift. Das heißt, die Situationen von Eltern mit Kindern wurde nicht entsprechend betrachtet und eigentlich auch nicht die Situation von kleinen Kindern und auch nicht die Situation von Kindern von, sagen wir mal, Müttern, die in geringer Beschäftigung sind und auch noch bildungsarm sind. Also das wäre ja die Potenzierung von Risiken. Das macht mich ehrlicherweise etwas skeptisch. Auf der anderen Seite hat man, was diese systemrelevanten, die krisenrelevanten Berufe betrifft, sich, glaube ich, in diesen letzten 4 Wochen so weit aus dem Fenster gelehnt, dass es hier zu Tarifanpassungen kommen wird. Also hier denke ich, dass sich etwas bewegt. Das wird gut sein. Ob es an dem, was wir im Moment sehen, nämlich an der Ungleichheit in der bezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen. Frauen arbeiten Teilzeit, Männer arbeiten Vollzeit. Und an der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, was die unbezahlte Arbeit betrifft, also Pflege, Kinderbetreuung, Hausarbeit. Ob sich da etwas ändern wird, da wäre ich skeptisch. Da ist Ihrerseits also eine Zurückhaltung zu sehen. Sie haben erwähnt dieses Thema, wo Sie ja auch in der Öffentlichkeit nochmal sehr aktiv waren. Es gab ja diese Ad-Hoc-Kommission bei der Leopoldina, die da ja auch Vorschläge gemacht hat, wie zum Thema Betreuung, welche Kindergruppen oder Altersgruppen zuerst wieder in die Betreuung sollen und welche nicht. Sie sind da ja durchaus auch kritisch mit diesen Vorschlägen umgegangen, haben auch einen kritischen Blick auf die Zusammensetzung der Kommissionen geworfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es aber nicht erstmal eine große Chance zu sagen, jetzt haben wir endlich das erreicht, was Fridays for Future und viele andere auch gefordert haben, Politik hört auf die Wissenschaft. Jetzt haben wir doch Politik, die sagt, wir hören auf die Virologen, wir hören auf die Leopoldina, ist doch eigentlich schon mal ein guter Zustand. Klingt aber so, als würden Sie das doch durchaus auch kritisch sehen an der Stelle.
Ich habe kein Wissenschaftsverständnis, welches dahingehend geht, dass ich der Politik sage, was zu tun ist. Mhm. Das wäre weit weg. Ich arbeite in Bereichen, wie alle Wissenschaftlerinnen und alle Wissenschaftler, die der ständigen Falsifikation, also des Veränderns von dem, was man noch als Fakt vorgestern angesehen hat. Also ich erinnere noch schön, da sind wir wieder bei den Bildungsunterschieden, dass man früher dachte, durch eine Beschulung anderer Art von 12-, 13-, 14-Jährigen könnte man die Unterschiede nach dem Elternhaus minimieren, könnte man diese Schere quasi schließen. Dann hat sich herausgestellt, dass das im früheren Alter stattfinden muss, also viel, viel früher ansetzen. Also wir leben ja auch, genau wie Herr Drosten, genau wie die Virologen, von neuen Erkenntnissen. Deshalb machen wir eine empirische Sozialforschung. Also das war nicht meine Kritik, dass die Politik nicht einer Kommission glaubt. Meine Kritik war auch nicht die disziplinäre Zusammensetzung der Kommission. Mhm. Ganz im Gegenteil, also ich fand es super gemacht, dass man endlich mal Virologen zusammengesetzt hat mit Psychologen, mit Pädagogen, mit Soziologen, mit Ökonomen und von daher die ganzen unterschiedlichen wissenschaftlichen Fakten, die man gesammelt hat, versucht hat zusammenzulegen und dann so eine Abwägung zu machen. Ich glaube nur, dass bei diesen Abwägungen die Situation von Frauen, insbesondere von alleinstehenden oder alleinerziehenden Frauen, sollte ich sagen, nicht ausreichend in den Blick geraten ist. Also ich habe nicht gesehen, eine Überlegung, was heißt es eigentlich für ein kleines Kind aus einer bildungsarmen Familie, jetzt über Wochen, wenn nicht Monate, nicht in den Kindergarten gehen zu können oder in die Kindertagesstätte gehen zu können. Da geht es ja nicht nur um kognitives Wissen. Da geht es um das Erlernen von Gerechtigkeit, das Erlernen von Fairness. Da geht es oft auch um das Erlernen von Sprache, wenn man die vielen Kinder mit Migrationshintergrund sich verdeutlicht. Und während ich mir dann dachte, ja, also das ist merkwürdig, warum keine Begründung dasteht, dass man diese Kinder jetzt erstmal zu Hause lässt. Warum keine Begründung da steht oder keine Überlegungen, wie man diesen jungen Eltern helfen kann, kam ich dann auf die Zusammensetzung der Kommission. Und das mag falsch sein, aber es liegt in einer gewissen Weise nahe, dass wenn ich eine Kommission bilde aus 26 Menschen, wo der Altersdurchschnitt mehr als 60 Jahre betrifft, dass niemand von diesen 26 Personen in der Situation war, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass dein Kind an die Türe klopft und sagt, Mama, Papa, helf mir mal, während dieses Gutachten geschrieben wird. Wenn ich sehe, dass nur zwei Frauen da sind und mir die ganze Wissenschaftspolitik, Literatur, die ich lese, dass Frauen oft in Bereichen arbeiten, wo eben Familie wesentlich mehr thematisiert wird, in der Familiensoziologie, in der Psychologie, Familienpsychologie sind, arbeiten viel mehr Frauen als Männer, mag auch die geringe Zahl von Frauen was damit zu tun haben, dass das so ein blinder Fleck geworden ist in diesem ansonsten ja nicht schlechten Gutachten. Also ich habe das mit Sicherheit nicht runtergebügelt, sondern ich habe nur ermahnt, doch zu den Möglichkeiten zu greifen, die man hat. Und die Möglichkeiten, die man hat bei der Leopoldina, ist, dass man wesentlich mehr Frauen hat in der Leopoldina, als man dann in diese Kommission gebeten hat. Und dass die Leopoldina, wie auch die BBAW, eine wunderbare junge Akademie der Wissenschaften hat, was meines Erachtens die selektivste Akademie überhaupt ist. Die haben immer nur 50 Leute, da sind 44% Frauen drin. Und solche jungen Frauen da dann auch mal zu kooptieren, das fände ich halt für die Wissenschaft auch ein extrem wichtiges Zeichen. Und die dritte Auslassung ist, dass auch niemand aus Mitteldeutschland da war. Also das waren Westdeutsche. Männer im Alter von über 60. So. Gut, klare Aussage an der Stelle. Ja, vielleicht nochmal so in Richtung, müssen wieder auf die Uhr schauen, leider nähern wir uns schon langsam dem Ende unseres Gespräches. Vielleicht nochmal dieses Thema des Vermächtnisses ein bisschen aufzugreifen, dass Sie ja auch in Ihrer Zeitstudie unter anderem behandelt haben. Was glauben Sie? Was ist jetzt sehr verfrüht, nicht? Aber kann man in dem Moment, haben Sie schon eine Hypothese in dieser Situation jetzt, was wir als Gesellschaft
als Vermächtnis aus dieser Krise mitnehmen? Also was ist das, könnte das Vermächtnis der Corona-Krise sein, wenn man auf die Zeit danach schaut und die Hoffnungen, die Ängste, Wünsche und Befürchtungen da mal in den Blick nimmt? Ich fühle mich ja sicherer und wohler, wenn ich auf empirischen Daten stehe. Ich bin jetzt nicht eine Person, die so die großen Zukunftsentwürfe irgendwie macht. Aber das sozioökonomische Panel hat mir die große Freude gemacht, Fragen zu adaptieren der Vermächtnisstudie und sie laufen zu lassen in dem sozioökonomischen Panel. Und die Daten habe ich gestern bekommen, sind noch nicht so hundertprozentig, sind noch nicht gewichtet, das kommt. Aber wenn man da eine Frage stellt, wie sehr es den Menschen wichtig ist, auf andere zu achten, dann sieht man eine extreme Wichtigkeit. Bei den Gruppen, wo ich das auch angenommen habe, interessanterweise bei den Bildungsarmen, die sind da zurückhaltender, das entspricht vollständig unseren anderen Studien, dass die eher auf Distanz zu der Gesellschaft gehen, dass sie sich ausgeschlossen, nicht mitgenommen fühlen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie, wenn wir langsam wieder einsteigen, viel stärker mit reinzunehmen. Dass sie aber auf der anderen Seite, wenn wir die Frage stellen, wie sollte es denn sein oder wie sollten sie sich denn benehmen? Im Gegensatz zu allen Fragen, die wir bislang über die vielen, vielen Jahre gestellt haben, sagten eigentlich, übertreiben wir es ein bisschen. Also ein bisschen weniger Rücksicht wäre eigentlich ganz gut. Das heißt, die Menschen kritisieren sich bezüglich eines zu vorsichtigen, eines übervorsichtigen Umgangs miteinander. Das fand ich ein ganz interessantes Ergebnis. Und sie sehen nicht schwarz. Also bei der nächsten Frage, das ist so ein Dreiklang. Was erwarten Sie, wie sich das tatsächlich entwickeln wird? Haben wir ja keinen Absturz, ja, dass dann alle sagen, das geht alles den Berg runter und diese Leute ist dann einer gegen den anderen mit Ellenbogen. Nein, es geht ein bisschen mehr in die Mitte, das kennen wir. Aber es ist ein durchaus verhalten optimistisches Zukunftsbild. Ja, das ist doch schon mal eine gute Nachricht, dass der Optimismus weiter lebt, auch in dieser schwierigen Situation. Vielleicht die letzte Frage noch an Sie ganz persönlich. Was nehmen Sie denn mit aus dieser Krise für die Zeit danach? Naja, ich bin ja schon immer eine Person gewesen, die versucht, das Leben ein bisschen von hinten zu leben, die sich also überlegt hat, was will ich eigentlich alles mit 70 schon oder mit 80 schon gemacht haben. Nicht, dass ich dann dastehe und die Reisen erst im Rentnerinnenbus mache. Also insofern bin ich schon immer eine Person, die lieber eine Auszeit jetzt nimmt und nicht wartet. Wenn ich jetzt dies so anschaue auf dem Bildschirm, dann hasse ich das eigentlich. Also ich bin eine extrem kommunikative Person, die niemals freiwillig mich in Videokonferenzen versetzt hätte. Ich mag auch keine Telefonkonferenzen. Und jetzt mache ich das andauernd und ich glaube, für mich ist tatsächlich ein Ergebnis, dass ich weniger reisen werde, dass ich das öfters mache. Das hat mir mit Ihnen jetzt Spaß gemacht. Ich sehe, dass ich mich da langsam dran gewöhne, die Technik hält und so weiter und so fort. Ich entwickle Vertrauen und das ist vielleicht so eine ganz, ganz kleine, aber sehr persönliche Mitnahme. Vielen Dank vor allen Dingen für das extrem spannende Gespräch. Ja, wir hätten locker bestimmt noch doppelt so lange sprechen können, aber vielleicht gibt es ja mal eine Folge davon, eine zweite Folge. An alle, die zugeschaut haben, ich hoffe, ihr fandet es auch spannend. In 2 Wochen geht es weiter. Da wird dann Annemarie van Akere vom Hebbel am Ufer über das Thema Corona und der Einfluss auf die Kulturlandschaft sprechen. Und da sind ja massive Einflüsse zu sehen und auch massive Auswirkungen. Aber auch da wollen wir nicht so sehr auf die Krise selber, als auf das schauen, was vielleicht danach kommen könnte. Also bis dann, bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Tschüss, bleiben Sie auch gesund. Tschüss.